den Kilimanjaro erklimmen. Der ultimative Traum vieler Abenteurer. Um den höchsten Berg Afrikas zu besteigen, sollten sie allerdings gut vorbereitet sein. 5 verschiedene Vegetationszonen müssen sie durchwandern. Die Temperaturen wechseln von glühenden 40 Grad Celsius auf frostige minus 20 Grad am Gipfelkreuz. Da ist die richtige Kleidung und Ausrüstung natürlich ganz besonders wichtig. Hier unsere ultimativen Packtipps. Sie brauchen ein paar gute Shorts für den Anfang des Aufstiegs bei großer Hitze, T-Shirts, eine Kopfbedeckung, eine polarisierte Sonnenbrille, einen Tagesrucksack, Wasserflaschen. Davon brauchen Sie mindestens 3, da Sie etwa 3 Liter Wasser pro Tag auf dem Berg trinken werden. Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. Thermowäsche. Am besten sowohl eine lange Hose als auch einen Top. Warme Wandersocken. Eine Skihose. Funktionstüchtige Wanderschuhe. Eine Regenjacke. Ein warmes Vlies. Einen Schal oder ein Tuch. Eine Mütze. Eine Skijacke, warme Handschuhe, Wanderstöcke. Müssen Sie nicht, aber für viele unserer Kunden wird der Aufstieg damit besonders nach langen Tagen wirklich einfacher. Einen Kopfstrahler mit Ersatzbatterien, besonders wichtig bei Nacht im Camp und auch für den letzten Teil des Aufstiegs bei Mitternacht. Was die Klamotten angeht, sind Sie so definitiv auf der sicheren Seite. Schauen wir uns jetzt mal Ihre Ausrüstung an. Hier brauchen Sie eine große Tasche. Keine Sorge, die müssen Sie nicht den ganzen Weg alleine schleppen. Unsere Porter tragen das Gepäck für Sie von Camp zu Camp. Bitte packen Sie aber nicht mehr als 12 Kilo in die Tasche und nehmen Sie nur eine Tragetasche oder einen Rucksack. Koffer können nicht nach oben transportiert werden. Einen kleinen Rucksack, den sollten Sie dabei haben für Ihr Wasser, Sonnencreme, Kamera und eine Ersatzjacke. Ihren Pass. Am Fuße des Kili müssen Sie Ihre Passnummer angeben und sollten Ihren Pass besser immer bei sich tragen. Geld, vorzugsweise US-Dollar. Dieses Geld brauchen Sie hauptsächlich, um den Portern am Ende des Aufstiegs für ihre Arbeit mit ein wenig Trinkgeld zu danken. Ein Erste-Hilfe-Set, ein Handtuch, eine Toilettentasche, Toilettenpapier, ein Buch oder Tagebuch, eine Kamera, damit Sie ein paar Bilder an Freunde und Familie zu Hause mitbringen können. Immerhin haben Sie den höchsten freistehenden Berg der Welt erklettert. Alles, was Sie sonst noch brauchen, haben wir für Sie dabei. Sollten Sie etwas vergessen haben, können Sie auch Ausrüstung und Kleidung in unserem Büro vor Ort ausleihen. Na dann los, auf zum Kilimanjaro!